Bis auf den letzten Platz gefüllt war der große Sitzungssaal des Coesfelder Kreishauses anlässlich der Verabschiedung von Landrat Konrad Pühning. Neben den Kreismitarbeitern und Kreistagsmitgliedern waren die Bürgermeister, aber auch die Amtsvorgänger von Konrad Pühning gekommen. Das Blechbläserquintett Jugendorchester Havixbeck sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier. Kreisdirektor Joachim Guilbeault erinnerte in seiner humorvollen Rede an wichtige Etappen der Dienstzeit von Konrad Pühning. Zum Beispiel hatte ich die Möglichkeit, für den Kreis einen Gedenkstein in Auschwitz niederzulegen. Das war für mich zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt, der uns eingeladen hatte. Das war eine sehr bewegende Sache. Was Erfreuliches war eine Reise zur Seligsprechung von Kardinal von Galen nach Rom als Ehrengast. Großes Lob für Konrad Pühning gab es auch von der Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller. Sie erinnerte dabei besonders an das Projekt Wasserburgenwelt, für das sich der scheidende Landrat besonders eingesetzt habe. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, sodass von diesem Zeitpunkt an eine Vertrauensbasis zwischen uns gegeben war. Das Schwierige ist immer, wenn es um viel Geld geht. Ja. Und das ist das typische Spielchen. Jedes Jahr, der Kreis hat ja keine eigenen Steuerquellen, wie Sie wissen. Und dann geht es eben darum, dass die Gemeinden den Kreis finanzieren müssen über eine sogenannte Kreisumlage. Und der eine, der braucht dann etwas und der andere möchte möglichst wenig abgeben. Und da geht es eben jedes Jahr wieder darum, Kompromisse zu finden und mit den Bürgermeistern zusammen nach einer Lösung zu suchen. Aber ich denke, das ist auch im Laufe der Jahre auf der Basis gegenseitigen Vertrauens ganz gut gelungen. Stellvertretende Landrätin Anneliese Haselkamp überreichte als Dank und Anerkennung Konrad Pühning ein Buch mit Rezepten, an dessen Gestaltung sämtliche Kreistagsmitglieder mitgewirkt hatten. Die letzte offizielle Kreistagssitzung. Ja. Stellvertretend für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Coesfeld dankte Bürgermeister Richard Borgmann Lüdinghausen für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Zum Abschluss dankte Konrad Pühning in seiner bewegenden Rede seiner Familie und allen, mit denen er konstruktiv zusammengearbeitet habe. Im Ruhestand will er sich jetzt mehr seiner Familie widmen und sein Hobby, das Radfahren, stärker betreiben. Mit dem heutigen Tag endet nach etwas mehr als 11 Jahren meine Amtszeit als Landrat des Kreises Coesfeld. Ein Amt, das ist erwähnt worden, das ich offiziell am 1.10.2004, damals lag zwischen Wahltermin und Amtsantritt nur eine Frist von 4 oder 5 Tagen, also jedenfalls am 1.10.2004 angetreten habe. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf Einladung des Kreises zu meiner Verabschiedung hier in das Kreishaus zu kommen. Also es war eine sehr schöne Veranstaltung, auch eine sehr anerkennende Veranstaltung. Für mich also dann auch durchaus eine sehr bewegende Veranstaltung, eine Begegnung mit vielen Menschen, die mich während meiner Amtszeit begleitet haben. Als letzte Amtshandlung übergab Pühning seinem Nachfolger Dr. Christian Schulze-Pellengar den Kreishausschlüssel. Und dieser nutzte ihn direkt am kommenden Tag bei der Amtseinführung in der Kreistagssitzung. Die Ablegung des Amtseides stand als erster Punkt auf der Tagesordnung. Dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Eigens zum Dienstantritt war die Familie des neuen Landrates nach Coesfeld gekommen, um der ersten Sitzung beizuwohnen. Angesichts der Flüchtlingsprobleme warten bereits eine Reihe von dringlichen Aufgaben auf Entscheidungen. Nein, ich habe mich natürlich wirklich sehr darüber gefreut, dass diese wirklich sehr schöne feierliche Einführung heute erfolgen konnte. Aber erstmal ist es natürlich ein komisches Gefühl, was Neues, was etwas Ungewohntes, auch wenn man als Bürgermeister natürlich auch dann dem Rat halt vorsteht und vorgestanden hat. Aber jetzt als Landrat nochmal eine ganz neue Herausforderung. Stellvertretend für alle Kreistagsmitglieder überreichte Klaus-Dieter Klärbaum ein Bild mit den Unterschriften aller Kreistagsabgeordneten. Ich glaube, dass der neue Landrat sicherlich bestimmte Ideen einbringen wird. Er wird Schwerpunkte für sich selber finden, wie Wirtschaftsförderung. Er wird, ich glaube, im ehrenamtlichen Bereich viel tun und er wird vor allen Dingen mit der Frage
der Asylanten- und Flüchtlingsproblematik konfrontiert werden. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Er geht ganz offen mit uns um und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Sichtlich zufrieden zeigte sich der neue Landrat nach der ersten Sitzung. Er hofft, die bisherige harmonische Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Coesfelder Kreistag fortsetzen zu können.